Es gibt immer noch keine ganz exakte Hochzählung, aber wir sind bei ca. 100 Leads, die wir bekommen haben über die Messe. Das über 2 Tage. Sehr harte Arbeit. Die Quantität, also die Anzahl der Leads, finde ich jetzt erstmal gut. Wir haben zusätzliches Potenzial in jedem Fall verschenkt. Wir hatten jetzt mal so als nicht fachliche Themen das Gewinnspiel Wasser, Gummibärchen und Müsliriegel. Das waren so unsere Goodies, unsere Magneten, von denen wir ausgegangen sind, dass sie ein bisschen was bewirken würden. Haben sie auch gemacht, aber wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt, dann werden wir im nächsten Jahr, wenn wir dorthin gehen, und davon gehe ich mal aus, irgendwie einen eigenen Barista brauchen oder so. Weil das, was ich festgestellt habe, war auf der ganzen bekackten CMCX mit 60 Ausstellern, mit 4000 Leuten, mit der Internet World, wo alle Gäste einfach rüberströmen bei Bedarf, gab es nur 2 Kaffeeanbieter auf der CMCX. Und das war unser Partner Burda Forward und unser Partner Contilla. Und wie sah es bei denen aus an den Ständen? Ja, da standen Leute an, die Kaffee wollten. Worauf ich hinaus will, ist, die haben Traffic generiert durch einen schönen Goodie. Also so wie ich es zumindest bei Burda Forward gesehen habe, man konnte eine Visitenkarte in eine Box einwerfen, wenn das Angebot von denen interessant für einen schien. Ich würde diese Gelegenheit dann nutzen wollen, um diese Minute oder diese 2 Minuten, die da jemand steht, nachdem man sich den Kaffee bestellt hat und der Barista, die Barista, wie auch immer, den Kaffee macht, zubereitet, kurz ein Gespräch anzufangen und herauszufinden, ob unser Angebot möglicherweise interessant für denjenigen sein könnte. Und ich glaube, dass man dann aus 100 Leads locker 300, 400, 500 machen könnte. Nächstes Mal ist Tim dabei. Ich denke, dass vor allem die ganzen Leads, die Tim über Kaltakquise, über Kalt-E-Mails für uns macht, ein Haufen davon dort sein werden im nächsten Jahr. Sie können Tim kennenlernen, das ist ein super Synergiepotenzial und der muss da einfach mit. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich. Was ich auch mit Philipp von Pictima besprochen hatte, war vielleicht, lass uns doch nächstes Jahr gegenüber voneinander einen jeweils großen Stand machen, wo wir quasi den kompletten Block blockieren. War jetzt, haben wir so ein bisschen uns im Scherz darüber unterhalten, aber eigentlich wäre es gar nicht so doof, wenn die nächstes Jahr wieder den Messefilm machen sollten, dann werden die auch wieder die ganzen Leute interviewen. Vielleicht kann man sich da ein bisschen dranhängen. Keine Ahnung, Philipp, wir reden.